Hallo und herzlich willkommen, Freunde Roms, des Senats und der Republik. Im letzten Teil haben wir mit den Germanen weiter Krieg geführt, beziehungsweise, ja, also doch, das kann man eigentlich so sagen, wir führen mit denen Krieg, nicht umgekehrt. Die haben bisher nicht viel auf den Appel gekriegt gegen uns. Und wir sind dabei in diesem Part von Let's Play Rome Total War, die imperiale lange Kampagne mit den Julianen. Gerade die letzten beiden oder drei, ja, ich weiß nicht, ob wir die beiden oder ob wir alle drei nehmen. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir Beta Vodurum und Damme und Bordesholm einnehmen wollen. Ich möchte auf jeden Fall gerne Damme und Beta Vodurum einnehmen. Danach sind die Germanen reif für einen Vasallenstaat. Und dann können sich die Dark ja drum kümmern oder irgendwie sowas. Wir gucken einfach mal. Schauen wir mal, was die nächste Runde bringt. Die Gallier haben ein reges Interesse daran, Patavium zu kaufen. Wo kommst du jetzt her? Wow. Rückzug. Genau, zieht euch mal zurück. Clovis von Vetera. Interessante Sache. Imperator? Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wusste noch, dass sich da oben eine fette Armee rumtreibt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das der gute alte Clovis war. General! Du gehst mal auf jeden Fall hier ins Vor. Euer Ehren? Euer Ehren? Du kaufst mir als erstes mal den Hauptmann hier. Dann weiß ich auch, mit wie viel Gold ich hier diese Runde kalkulieren muss. Euer Ehren? Wir sitzen fest. Zu Diensten. Pioniere. Ja, da oben ist tote Buchs. Da tut sich nichts. Ich weiß nicht, hat er sich da mit einer anderen Armee noch verbündet? Wir wissen es nicht genau. Ich werde definitiv nicht in den Wäldern gegen ihn kämpfen. General! Imperator! Stell dich doch mal wieder hier auf die Brücke. Dann holen wir uns Beta Vodurum. Die zwei Bogenschützen wollte ich ja eh da reinpacken. Zu die. Okay, du zeigst mir nur ganz genau, was er hat. Der hat auch wieder so eine Kriegsbemalung, die aussieht, als hätte ihm einer auf die Fresse gehauen. Das ist ja echt super. Oder er hat sich heute Morgen mit dem Hammer gekämmt. Kann ja auch sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Phalanx-Einheiten. Zu Diensten. Unterwegs. Unterwegs. Wir sitzen fest, Herr. Ah ja, das entscheiden wir gleich. Es gibt ein Bündnis zwischen Skythen und Brutii. Ah ja, interessant, das ist mir egal. Dann unser Rekrutierungsbericht. Da gab es auch nichts Spektakuläres. Beim Baubericht gucken wir nochmal nach. Die Schiffswerft in Ariminum, die unsere Handelseinkommen nochmal deutlich gesteigert hat. Das war eine feine Sache. Wir sind momentan hier darauf spezialisiert, Fernkampfeinheiten zu rekrutieren. Es bietet sich jetzt natürlich auch hier an, ein Forum zu bauen, um... also das Forum braucht man einfach als Gebäudevoraussetzung für viele spätere andere Gebäude. Und das Forum bringt natürlich Geld und Bevölkerungswachstum. Ist insofern natürlich eine super Sache. Machen wir das. Segesta. Segesta baut mir jetzt auch mal eine Schmiede. Karalis hat einen Markt gebaut und ich denke, wir können weitermachen bei den Wirtschaftsgebäuden. Bauen eine Pflasterstraße. Das ist nicht so wesentlich, aber wir sehen doch, hier ist viel Handel, der über den Hafen von Karalis laufen muss. Juvavum wird direkt mal an die Infrastruktur gescheit angebunden, bekommt ein Straßennetz. Ist ja so eine wichtige Sache für uns. Was bist du denn für einer? Adcoprovatus. Komischer Name.
fortschrittlichste Seite sind wir. Und Rundenbericht ist okay. Jetzt haben wir doch einen sehr hohen Militäretat wieder. Euer Ehren, ich werde so. Jetzt haben wir gerade, was wollt ihr denn als Bestechungssumme haben? Ja, ist in Ordnung, bezahle ich. Wir haben so viel Geld, da können wir uns das leisten. Euer Ehren. Außerdem ist nicht rausgeschmissen, der Typ wird ja besser dadurch. Gut, also, man bemühe sich um einen ausgeglichenen Haushalt. Und dann kann man sich die Probleme einfach wegkaufen. Nächste Runde geht's nach Patavium, da werden die Einheiten fortgebildet. Weiter geht es erstmal nicht. General, Herr! Marschieren! Genau. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Mediolanum hat noch eine Einheit Hastati. Für dich. Dann bauen wir noch eine Einheit Princeps. Oder Princeps oder Principes eigentlich korrekterweise dann. So, dann Hastati Princeps halten sich die Waage. Philites und Bogenschützen haben wir hier. Dann bräuchten wir also noch eine Einheit Philites. Und vielleicht noch eine Einheit Bogenschützen. Und dann haben wir da eine ganz schmucke Armee am Start, mit der wir hier drüben den Galliern ein bisschen gegen die Briten helfen können. Okay. Es ist eigentlich von der Rechnung meistens günstiger, die Steuern zu senken, als eine zusätzliche Militäreinheit zu bauen. Aber durch das Senken der Steuern hat man auch immer wieder das Problem, dass dann die, dass das Bevölkerungswachstum dann so exorbitant steigt. Und das wollen wir jetzt ja hier nicht. Wow, der hat einen Goldwimpel. Der Kühnwaffer. Krasser Shit. Oh Gott, Kondate wird wahrscheinlich auffallen. Vielleicht kommen wir sogar zu spät und können den Verbündeten, den Galliern, gar nicht mehr helfen und können einfach nur noch die Reste aufwischen. Okay, also was ist nochmal drin? Eine Menge Phalanx-Einheiten, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will. Aber er setzt mich hier ein bisschen unter Druck, denn er möchte gerne demnächst hier diese Stadt angreifen. General! 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 Dann machen wir es so, nimm die zwei Einheiten raus aus dem Fort und stell sie hier als Verstärkungstruppen dazu. Und dann greifen wir jetzt die Stadt an und dann haben wir Bogenschützen dabei und damit schaffen wir es auf jeden Fall, denke ich. Wenn ich das richtig sehe. Ja, wir versuchen es. Okay, wir versuchen es. Oh, ein Sun Tzu Zitat. Die wurden ja inflationär bei Shogun 2 verwendet. Jetzt nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Tapfere Krieger, ich habe mir Ruhm verdient, indem ich meine Männer in den Sieg führte. Ich sehe nicht ein, meine Angewohnheiten heute zu ändern. Fürchtet die Germanen nicht. Es mögen gute Kämpfer sein, doch auch diese sterben. Sie glauben, ihre Mauern könnten uns aufhalten. Da haben sie sich geschnitten. Auf diesem Feld haben wir den zahlenmäßigen Vorteil. Diesen sollten wir auf keinen Fall verschwenden. Ich habe gegen diese Männer gekämpft und verloren. Doch das wird nicht wieder geschehen. Heute nehme ich Rache. Heute werdet ihr den Geschmack des Erfolgs erfahren. Die
Götter lächeln uns zu. Die Vorzeichen sind so zahlreich und positiv, dass ich sie nicht alle beschreiben kann, da sonst heute keine Zeit mehr zum Kämpfen bliebe. Eine unserer Armeen ist nah und bereit, den Feind anzugreifen. Morgen um diese Zeit werden unsere Schwertarme vor Anstrengung schmerzen. Ja, auch das wieder eine sehr schöne Rede. Ich warte aber noch ein ganz kleines bisschen ab, bis das Wetter etwas besser wird. Das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Sind eingetroffen. Diese Nachricht bringt Hoffnung mit sich. Was ich an der Stelle... ich fahre jetzt gerade hier ein bisschen doof. Warte mal. Machst du mal so. Und du so. Und du so. Man hat sich das auch wirklich so vorzustellen, dass die Armeen doch gerade dann besonders erfolgreich waren, wenn ihnen der Eindruck vermittelt wurde, dass sie unbesiegbar seien oder dass sie wirklich... Also es musste halt schon auch repräsentiert werden, dass so eine Armee unbesiegbar sei. Das sieht man ja auch bei der... Ich habe das mal bei Medieval kurz erklärt, warum die Generäle immer in so einer schimmernden, riesigen, prunkvollen Rüstung dastehen. Das liegt halt vor allen Dingen daran, dass diese Leute mussten schon den Sieg regelrecht verkörpern. Man musste denken, wenn das unser General ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man so eine Schlacht verlieren sollte, etc. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Kommt ihr noch, oder? Unsere Soldaten haben mit dem Rambock das Tor erreicht. Beeilung! Was ist denn das jetzt wieder für eine lamer Scheiße? Nach vorn! Beeilung! Ja, nach vorn für den Arsch, du Dödel. Haltet Stand, Beeilung! Setzt Feuer ein! Setzt Feuer ein! Bereich bei was? Für ein Arsch das da? Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock hat gute Arbeit geleistet. Na also, ja, also das mit den Bogenschützen hier, das ist natürlich totaler Scheiß, weil die sind eben wichtig für diese Belagerung. Ja, aber gut, okay, kann man nichts machen. Ich wollte eigentlich sagen, die römischen Ingenieure triumphieren. Das war zum Beispiel auch ein wichtiger Effekt. Befehlt euren Männern den Vormarsch zum Sieg. In der Armee Alexanders des Großen. Die Soldaten von Alexander dem Großen haben offenbar auch wirklich geglaubt, dass sie mit diesem General nicht verlieren können. Das hat natürlich immer positive wie auch negative Effekte. Der erste positive Effekt an dieser Sache ist natürlich, dass der Gegner schon sich erstmal einkackt, bevor die Truppen überhaupt auf dem Schlachtfeld sind und bevor der Kampf überhaupt erstmal begonnen hat. Das ist eine wichtige Sache. Dann kommt auch noch hinzu, dass die, also auf der anderen Seite, dass die Einheiten auch unter gewissen Arroganzproblemen leiden können. Das wird für die römische Armee öfter mal diagnostiziert, dass die Römer also so verwöhnt waren von ihren Siegen und ihren großen Erfolgen unter Augustus und so weiter, dass sie also später nicht mehr wirklich an diese Leistungen anknüpfen konnten, stattdessen aber eher eine vielleicht sogar arrogante Einstellung besaßen. Und insofern... Ah, das könnte interessant werden jetzt hier. Irgendwie kann ich nicht auf den Burschen da schießen. Das war wohl in der Tat auch ein mentales Problem der Römer, ja. Also, das sollte man nicht unterschätzen. Der militärische Erfolg hing natürlich auch vom Ruhm ab und bestimmte auch den Ruhm, den so eine Armee genoss. Gerade die römische Armee galt ja bei Zeitzeugen eben als so wunderbar organisiert etc. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Also warum auch zum Beispiel auch Polybios und Konsorten
gerade diejenigen sind, die diese ganzen Werke über die römische Armee hinterlassen haben. Das ist also entsprechend wichtig. Ja. Okay, dann, machen wir es mal so. Ihr geht mal hier rein. Ihr geht hier rein. Und ihr geht hier rein. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Hastati! So, weiter geht's. Also diese barbarische Kavallerie müssten wir eigentlich schaffen, jawohl. Genau, ihr kommt hier rüber. Sehr schön. Genau, bewegt sie mal da hoch. Kämpfen die in einer Phalanxordnung? Momentan nicht, ne? Aber jetzt hier fix, bitte. Da haut eine Einheit ab, das gefällt mir nicht. Hauen zwei Einheiten ab, das gefällt mir nicht. Da kommen meine Einheiten nicht nach, das gefällt mir auch nicht. Ihr scheiß Idioten, ohne Witz. Was ist denn das jetzt hier wieder für ein Kack? Nee, du nicht, du bleibst da stehen. So, gib Gas. Okay, dann machen wir es jetzt so. Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Wirklich. Lauft mal hier rüber. Entschuldigung, ich wollte keine Speedschlacht machen, aber diese Belagerung hier, das ist so furchtbar gelaufen bisher. Habe ich eigentlich gerade keine Ambition, das irgendwie anders zu machen. Warum verfolgen die?
Und wieder zurück. Ja, ja. Okay, dann mach's bitte so. Entschuldigung, dass es jetzt weder ästhetischen Ansprüchen noch sonst etwas genügt, aber ich habe gerade keine Lust. Es ist, es hat mich vorhin einfach zu sehr angeätzt. Und es ätzt mich auch jetzt immer noch zu sehr an, dass hier 2 Einheiten oder 8 Einheiten Speerträger in der Lage sind, 300 Hastati aufzuhalten. Lassen wir die Zeit runterlaufen. Ich würde fast sagen, wir könnten es uns leisten. Lob sei den Göttern. Ja. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Ja, sehr gut. Dann haben wir da noch ein bisschen Erfahrung rausgeschlagen. Ganz okay. Ja, 887 zu 484. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber das hat schon... Am Anfang ist das schon ganz furchtbar in die Hose gegangen, weil die Einheiten einfach nicht richtig gelaufen sind. Gut, wir haben immerhin 36 Verluste geheilt, 7 Verluste geheilt, 7 und 2 Verluste geheilt. Die haben 74 Verluste erlitten. Das ist natürlich eine Hausnummer. Gut, dann haben wir wahrscheinlich eine Einheit verloren. Tut mir leid in dem Falle. Ich weine ja um jede verlorene Einheit. Ich will die immer alle behalten, aber gut. Dafür gehört uns jetzt Batavodurum. Ja. Ich glaube, wir besetzen sie einfach nur. Und die ist so schlecht ausgebaut. Wir können hier noch nicht mal irgendwas fortbilden. Ich muss auch dazu sagen, mir hat schon die Bluse gedampft, als die 2 Bogenschützen nicht mit dazu kamen. Da hatte ich schon den absoluten Hassanfall, aber okay. Gut, dann mache ich jetzt mal an der Stelle Schluss. Dann müssen wir noch diese germanische Armee hier aus dem Weg räumen und danach belagern wir Damme und dann wird das hier alles ganz schnell gehen, denke ich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Das mit der Schlacht tut mir ein bisschen leid, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und sage, macht's gut bis dahin. Tschüss.